Salam alaikum und alaikum salam alaikum, Freunde. Ich bin's, euer Bakayashi, und das sind die BDO Global Lab Patch Notes vom 9. Februar 2024. Die Global Lab Patch Notes heute sind nicht wirklich pralle gefüllt, aber wir gehen nichtsdestotrotz einmal drüber. Und ja, alles, was ihr jetzt hier seht, wird so in ungefähr 1,5 Wochen bei uns in der EU auch erscheinen, ne? Also recht zügig. Das ist so ein großer Testserver in Korea, dort wo vieles halt schon eingeführt wird und getestet wird und dann halt meistens am kommenden Mittwoch in Korea eingeführt wird und eine Woche später bei uns in der EU. Also, fangen wir an. Zuallererst gibt es ja seit Mittwoch die Gildenliga, und in dieser Gildenliga kann man mit 10 bis 15 Spielern einer jeweiligen Gilde gegen andere Gilden antreten, und man bekommt viele tolle Belohnungen, wenn man gewinnt und verliert. Gerade jetzt in der Eventzeit, ne? Also da gibt es nochmal extra Belohnungen, aber ansonsten macht es halt auch natürlich für jeden PvP-Enthusiasten sehr viel Spaß, dort seinen Skill auszutesten. Und dementsprechend gab es jetzt hier eine kleine Anpassung. Die haben nämlich Folgendes angepasst: Wenn man gewinnt, hat man so circa 20 Gildenliga-Punkte gewonnen, und wenn man verloren hat, hat man ungefähr 15 Punkte verloren. Und das Ganze wird jetzt geändert zu plus 30 und minus 10 ungefähr. Da kommen nochmal plus minus ein paar Punkte dazu, ne, abhängig davon, in welchem Bracket ihr euch befindet. Aber der Hauptgrund dieser Änderung liegt darin, dass ihr einfach schneller in die Elo reinkommt, in die ihr hineingehört mit eurer Gilde, ja. Also wenn ihr sehr PvP-lastig seid und Bock auf PvP habt und auch talentiert seid und gut seid im PvP, dann sollt ihr möglichst schnell raus aus der Müll-Elo rauskommen, damit die Leute in der Müll-Elo eher mit Leuten in der Müll-Elo spielen, ja, und die guten Spieler spielen dann eher mit den guten Spielern. Macht ja auch mehr Sinn, ne? Die sollen mit ihren Leuten spielen, die auf Augenhöhe sind, ne? Sonic hat mir zum Beispiel ganz witzigerweise erzählt gestern, dass die irgendwie mal Guildliga gemacht haben, Voss gegen End, und irgendwie nach 20 Minuten hatte ein einziger Spieler auf der Endseite einen Todesfall. Also, die wurden gefrühstückt, ja? Also deswegen bitte schnell aus der Liga raus, damit die anderen Leute auf Augenhöhe mit anderen Leuten spielen können. Das macht halt ansonsten auch keinen Spaß, ne? Macht ja auch Sinn. Gut, dann gibt es ja War of the Roses, wurde ja letzte Woche schon eingeführt, und jetzt in EU gibt es jetzt dort ein paar andere, kleine Anpassungen. Sowohl im PvP als auch im PvE. Also zuerst für die dritte Legion braucht man jetzt nicht mehr 680 Gearscore mindestens, sondern 700 Gearscore. Dort wird übrigens nur die höchste AP-Zahl genommen. Also wenn man zum Beispiel Awakening und Succession hat und man hat auf einer Hand mehr AP, nimmt man die höhere AP und die addiert man mit der DP. Und das ist dann dein Eintrittsbeitrag, ne, die 700 Gearscore. Ob du die 700 Gearscore erreichst darüber, ja oder nein. Dementsprechend kommst du in die dritte Legion rein oder nicht. Dann gibt es hier diesen Sanktumseffekt, der wurde etwas abgeschwächt, dass du weniger Stats bekommst, ne? Weniger AP, weniger Damage Reduction, Accuracy, Evasion, Black Spirit Rage. Dann gibt es auf fast allen Dingen mehr Haltbarkeit und auch mehr Leben, ne? Also auf dem PvE-Contents, Neutral Sanktum, Sanktum Guardians, Siege Weapon Mounts, ne? Die bekommen alle mehr HP, mehr Durability, damit das Ganze ein bisschen ausgewogener ist. So auch der Commander-NPC. Gut, dann Mount-Changes. Das finde ich persönlich ist so mein kleines Highlight in diesem Global Lab. Es gibt sowieso nicht so viel, deswegen, aber trotzdem finde ich schön. Und zwar gibt es jetzt die Möglichkeit, dass man im Stall, ne, ganz wichtig, im Stall, die Pferde sortieren kann. Und zwar nach den Kategorien Geschlecht, Tierstufe, also T5 bis T10. Dann vor allem aber auch noch die Anzahl der Züchtungen. Danach kann man ebenfalls das Ganze sortieren, und das hilft einem natürlich sehr, den Überblick beizubehalten, welches Pferd noch gezüchtet werden kann und welches nicht, oder welche Kategorien auch immer man hier unterscheiden möchte. Und das Ganze kann auch nach Level kategorisiert werden und sortiert werden. Also eine sehr schöne Änderung, ist ein bisschen Quality of Life, gefällt mir sehr. Dann beim Worker-Dialog gibt es nun auch noch einen Rand mit der entsprechenden Farbe des Workers, ne? Also wenn es hier gelb ist, dann ist es auch hier gelb. Wenn es grün ist, dann ist es auch hier am Rand grün. Wenn es grün ist, dann da auch grün.
Dann kann man wohl bei dieser Notification, die man hier bekommt, direkt auf den Preis raufgehen und dann kann man direkt in dem Zentralmarkt auf das Item gehen. Das habe ich noch nicht ganz verstanden, wie das hier genau aussehen soll. Das muss ich nochmal selber testen, wenn es dann da ist. Aber ja, ist ein bisschen Quality of Life, nichts Wichtiges. Und von daher kommen wir dann zum Schluss nochmal ganz kurz auf die Klassenänderungen zu sprechen. Hauptsächlich werden hier heute die Klassen PvP-wise angepasst. Ja, der Warrior bekommt, glaube ich, so mit den interessantesten Buff im PvP. Der Warrior in Succession kann jetzt nämlich hier in seiner Defense-Form, also in seiner Turtle-Form mit dem Schild ja, angehoben, sich auch bewegen. Er verliert zwar Ausdauer, aber immerhin kann er sich jetzt bewegen. Links, rechts, ne? Also es gibt eine Sideway-Fähigkeit für den Warrior. Das gab es ja vorher nicht. Genau, und dann kriegt er mehr HP, mehr Spirit Recovery auf gewissen Skills. Die Range erhöht sich teilweise, also guckt euch das nochmal vielleicht im Detail selber an, was da genau geändert wird, wenn ihr euch zu Warrior interessiert. Genauso auch in Awakening wird er ein bisschen angepasst. Kunoichi in Succession wird angepasst, dann Witch bekommt in Awakening und Wizard in Awakening einen kleinen PvP-Buff, ne, möchte ich es mal nennen. Der eine Attack-Speed, Casting-Speed, Debuff wird von einem Skill weggenommen, von Fissure Wave bei Awakening Witch. Und wird hinzugefügt zu Thunderstorm Skill. Dann hast du sowas wie der Debuff wird dann hier nicht mehr um 20% reduziert, sondern für 10 Sekunden, sondern für 25%, für 5 Sekunden. Also meistens irgendwelche kleinen PvP-Changes, die jetzt hier angepasst werden. Genauso beim Wizard. Es geht auch darum, dass man, wenn man mit Witch oder Awakening Wizard spielt und man mit F nicht einfach immer das beschworene Monster quasi ändert. Beim Wizard ist es ja der Golem, der Magma-Golem und Ahne, also die Wasserfrau. Da passiert es halt ganz häufig, wenn man den Skill nicht sperrt, dass man immer zwischen den Pets hin und her wechselt und dort gibt es jetzt ganz genaue Bedingungen, wann man dieses Pet wechseln kann. Und zwar, wenn man entweder still steht oder nach Magical Evasion. Ne, das steht auch nochmal hier. Genau, dann Striker Succession wird angepasst. Er bekommt eigentlich einen Buff in Succession, PvE-Buff und bekommt auch einen kleinen PvP-Buff. Er hat mehr Range. Schaut euch das, wie gesagt, selber nochmal an. Also, genau. Succession Nova genauso wird angepasst. Bekommt auch ein bisschen Damage dazu. Aber hauptsächlich geht es hier um PvP-Changes. Ja, und ich werde euch den Link mal unten in die Beschreibung reinhauen. Dann könnt ihr euch das Ganze selber angucken, wenn euch die bestimmte Klasse interessiert. Ich bin dann nur Wizard Main. Das war's schon auch schon, Leute. Das war schon die Global Lab Patch Notes Analyse heute. Bisschen wenig, aber nichtsdestotrotz. Wir haben ja auch gerade ein dickes Drop-Event. Und dementsprechend, wir sehen uns wieder in Valencia oder in Olokita in meinem Fall. Viel Spaß jetzt im BDO und gönnt euch das Drop-Event.